So, wir starten da gleich mit was Neuem. Die wichtigste Zutat ist einmal der altbekannte Kaffee. Dann den Microbit. Außerdem habe ich da heute noch eine Leuchtdiode, einen Widerstand und ein paar Krakokleinen mitsamt die Kabel. Schauen wir mal, was wir damit machen. Jetzt schauen wir mal, was wir mit dem bisher Gelernten anwenden können. Ich möchte also, dass die Leuchtdiode leuchtet. Und zwar immer. Das heißt, da bei Basic hole ich mir das Forever. Und dann haben wir da unter Advanced den Punkt Pins. Und da gibt es den Punkt Digital Write Pin P0. So. Das war's. Und wenn man das jetzt nicht klappt, das werden wir jetzt gleich ausprobieren. Ich habe also die Leuchtdiode mit dem langen Beinchen und dem kurzen Beinchen. Das lange ist der Pluspol, da kommt der Strom rein. Deswegen hängt an dem ein Widerstand und der Widerstand, der kommt beim Microbit an die Stromversorgung dran. Und das andere Ende, das Minus, also das kurze Beinchen von der Leuchtdiode, da geht der Strom wieder raus, das lege ich auf den Pin P0. Krakoklemme hier. Angeschlossen hätten wir es. Jetzt brauche ich mir nur noch das Programm da runterladen. Also, ich gebe dir einen Namen. LED. Die erste Spielerei. Download. Naja, und wie man sieht, die Leuchtdiode leuchtet. Sie macht genau das, was wir da programmiert haben. Ja, man sieht schon, das ist jetzt nicht mehr gerade die anspruchsvolle Art, da zu programmieren. Jetzt geht es eher darum, dass wir uns das Basteln da angenehmer machen. Und eine Möglichkeit ist eben, dass ich mit diesen Krakoklemmenkabel da arbeite. Aber das kann ich mir auch leichter machen, gell? Und für den Zweck gibt es da so Steckbretter. Da hätte ich eins. Da sind also, wie soll ich das jetzt beschreiben? Da sind also diese Stecker da. Die fünf sind so reihenweise da miteinander verbunden. Die fünf sind so reihenweise miteinander verbunden. Und da die äußere, die ist in der Weise miteinander verbunden. Also ich nehme das dann meistens die äußeren zur Stromversorgung her und die inneren, da klemme ich halt die Bauteile drauf. Das heißt, da mal den Microbit da zerlegen. Kannst du es also so anschauen, das lange Bändchen da außen. Das heißt, das.
Das kann ich mir aber noch einfacher machen, weil diese Kabel da, die sind manchmal schon ein bisschen lästig. Machen wir gleich die nächste Variante. Jetzt tue ich die Krokoklemmen überhaupt weg. Da gibt es genau für diese Steckbretter solche T-Stücke. Die kann ich dann da hineinklemmen. Und wenn man sich das anschaut, das sind jetzt die Pins beschriftet. Und in das obere da stecke ich jetzt einfach den Microbit hinein. So. Und jetzt haben wir noch kein Kabel mehr. Da steckt er jetzt drinnen, der Microbit. Ja, und jetzt kann ich sagen, okay. Und auf die Art und Weise kann ich natürlich viel leichter arbeiten mit dem Ding. Man kann sich es aber noch leichter machen. Ja, jetzt muss ich das wieder wegtun. Ich kann mir das auch sparen, dass ich mir so Leuchtdioden und Widerstände verwende. Die gibt es schon in manche von diesen Experimentierkästen als fix und fertige Schaltung. Wenn man da genau schaut, da sind die Widerstände schon drauf, die man da braucht. Und jetzt habe ich da andere Kabel. Die haben nämlich auf der einen Seite das Weiberl, auf der anderen Seite das Mandel. Und die kann also jetzt die Leuchtdioden da so verwenden, dass ich sage, okay. Übrigens, das ist eine ganze Schaltung, deswegen habe ich da ein Ground. Dann habe ich Stromversorgung. Diese Mandelweiberkabeln weg und dafür brauche ich jetzt die, was auf beide Seiten die Mandeln haben. Also stecken wir die Leuchtdiode da hinein. Ich wollte nur mal schauen, was ist. Das äußerste war Ground. Ich glaube, in der Variante lasse ich das jetzt einfach da stehen und mit dem werden wir uns jetzt spielen. Okay, probiert das mal aus. Und einschalten, da geht's nicht. Habe ich echt die einzig kaputte Leuchte unterwischt, oder wie?